Das Böse begrüßt euch recht herzlich zurück hier bei Dark Souls 2. Wir befinden uns hier im Nebelturm, im zweiten DLC-Gebiet. Yay, diese Tür ging, glaube ich, nicht auf, ne? Ja, genau. Wir müssen hier also einen Schlüssel finden und hier so ein glühendes Eisenzepter oder so. Gut, dann wollen wir mal gucken. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich hier konkret langgelaufen bin und wie ich hier zum Leuchtfeuer gelangt war und so. Ach genau, ich glaube, ich wollte hier unten lang. Wobei von wollen irgendwie nicht die Rede sein kann. Aber wir versuchen es einfach nochmal. Vielleicht haben wir hier doch irgendwie eine Chance, irgendwas zu entdecken, was wir vielleicht brauchen könnten. So, hier vorne sind wieder so eine Eulen, Zauber-Eulen. Irgendwo. Da hinten steht sie. Wow, Kumpel. Nicht so dicht zu mir. Nein! Kann man die irgendwie von hier? Offenbar eher nicht. Was? Oh, man kann das schieben? Ich wollte eigentlich die Olle da treffen. Alter. Du dumme Nervschrulle, hör doch mal auf mit dem Scheiß. Du kannst halt nichts. Alter, schieb dir deine Dolche in die Ohren, wenn du welche hast. Gegenstand aufnehmen und Rauchzauberinnenhandschuhe. Ach, du bist eine Rauchzauberin. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Titel. Rauchzauberin. Wow. Kann man die eigentlich hier auch irgendwo hinbringen oder so? Aber hier ist bestimmt nichts weiter, was man hier jetzt aufmachen könnte. Aber da. Hier ist. Da möchte ich so ein. Wie kann ich das da aufmachen jetzt? Die ultimative Frage. Ja, ihr seid schon schnucklig so, aber das Problem ist, ihr seid ja fünfmal tot, bis ich da bin. Ach, hier vorne ist der Hebel. Ach so. Ja, Mensch, du kleiner Suizidgnom. Mann, bin ich geil oder bin ich geil? Sag mal, hackt's. Spar dir den Scheiß für irgendwen anders auf und nicht für mich. Heil dich. So, gut. Da hinten stehen ja auch noch mehr. In diesen Trullen rum. Zwei Stück nämlich. Verbrennt sie. Wenigstens die eine da. Verbrennt einfach, verbrennt. Genau, wenigstens eine ist verbrannt. Sag mal, kann man die eigentlich hier einfach umherschieben, diese Dinger? Dann würde ich nämlich liebend gerne hier so Feuerpfeile ausdingsen. Ich weiß gar nicht, wie man das dann ändert, aber ist ja auch egal. Kommst du mal bitte mit? Okay, sie tun mir so auf jeden Fall nichts. Nein, Kumpel, Kumpel. Komm mal. Ja, Kinder. Na. Ja, mit der Wand kuscheln ist schön, ne? Ich weiß, ja. Komm. Irgendwie klappt das nicht so. Ich würde dem gerne einen Arschtritt geben, aber es klappt nicht so richtig, wie ich mir das vorstelle. Ja, ja, ja.
Wow. Okay, hat geklappt. Okay, klappt nicht. Und? Was bist du? Eine Falle? Nein. Achtmal dran versteinerte. Wow. Okay. Geil. Es hat aber hingehauen. Finde ich super. Was ist mit der anderen Schulz da hinten passiert? Ist die tot? Hier sieht das auch so aus. Kumpel! Hey! Hey! Nee, komm mal runter. Das ist viel zu schwer für dich da. Guck mal. Nee, da, in die Richtung musst du. Ja, nein! Ja, ja, perfekt. Geh da lang. Ja, genau da musst du hin, Kumpel. Genau, ja. Ja, tschüss. Hallo? Du sollst da wieder zurück? Ja, ja, ja. Geil. Hervorragend. Ach, jetzt auf einmal hast du doch wieder so eine Schrulle, oder was? Eine Rauchzauberin. Kommt die denn jetzt schon wieder her? Katharina Stulpen und Gamache. Na, wie geil ist das denn bitte? Ach, da ist die dumme Punz. Die ist um die Ecke rumgelaufen. Okay. Gut, jetzt ist natürlich hier die Frage, gibt es hier noch mehr zu entdecken? Ja, Schnuggi. Ach, das kann man da aufmachen. Aber möchte ich das? Du, deine Schulter läuft aus. Ist bestimmt nicht so gesund. Solltest du mal untersuchen lassen. Hm, also hier ist jetzt so offenbar nichts weiter. Oh, wie die so knurren, ist voll süß. Auch wenn ich es ja fast schon ein bisschen traurig finde, dass die so suizidal veranlagt sind, die Guten. Nein! Fuck it. Geh wieder da hinten hin. Geh wieder zu der ollen Schrulle ein. Ja, zauber doch. Ich hoffe nur, du kannst das Ding nicht bewegen. Das kann nur ich mit meinen geilen Pfeilen, ne? Kommst du mal bitte wieder ein bisschen so hin, dass ich dich im Target hab? Ja, so ist das doch scheiße, Olle. Aua! Ich habe keine Akupunktur bestellt, nur mal so. Wo ist die olle Troller denn jetzt schon wieder hin? Mann, du olle Blödkuh. Sei ja nicht so ein feiges Stück. Da ist sie wieder. Dumme olle Troller. Ah. Oh wow. What? Ich bin tot. Mann, du olle Trollbull. Egal, ich gehe hier weiter. Ich gehe hier weiter. Und hör nicht eher auf, bis die Troller da weg ist, ey. Aber die respawnen ja eh, die ollen Schrulzen. Naja, egal. Macht mir auch nichts. Wie komme ich da hin? Das ist eine Leiter. Wahrscheinlich komme ich irgendwie von der anderen Seite daran. Ah, ist ja schon witzig. Dann kann man da was aufspringen. Sehr praktisch vielleicht unter Umständen. So. Tschüss. Alter, was zur... Nicht getroffen. Bist besoffen. Geh ins Feuer. Ja. Gut geröstet schmeckst du besser. Alter. Ey. Vergiss es, Alte. Nö. Thank you.
Tschüssi. Natürlich triffst du. Ich natürlich nicht. War auch gar nicht irgendwie anders zu erwarten oder so. Da vorne bin ich... Ja. Mag mir nicht wieder jemand von euch helfen? Kommt mal mit. Hey, ich habe eine Aufgabe für dich. Ja, echt jetzt? Mensch. Du kleiner... Ich weiß nicht, wie nenne ich dich denn? Da lang. Nein. Ja, dahin, genau. Ja, super. Es ist falsch, was du da machst. Nee, das ist nicht die richtige Richtung. Ja, ja, ja. Na, ah, weiter nach links. Ja, nein. Ah, Kumpel. Dumm ist halt, dass da wirklich zwei von diesen Olschen sind. Die haben auch eine Range, die ollen Pissköpfe da. Verbrennst du gerade? Ja, 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 ja. Komm, weiter, weiter. Alter, die steht genau drin, ne, und kriegt keinen Schaden. What? Jetzt ist sie aber weg. Sehr schön. Nein. Du schnuckliges Wesen. Ah, was? So haben wir aber nicht gewettet, Kumpel. Nee, also wenn du einen eigenen Willen entwickelst, ne, dann vergiss es. Ja. Das macht immer viel gleich mehrere von diesen Angriffen. Geh weg. Verreck. Los jetzt. Stirb, du olle Rauchzauberin. Ich hab dich nicht gebeten, hier mich aufzuhalten. Nein. Deine ollen... Blitzbälle kannst du dir in den Hintern stecken. Kannst du Silvesterrakete spielen. Ja, ist schön, wie das nachdingst. Wow. Lass mal aufhören jetzt. Ich hab sie voll getroffen, ja. Ich hab voll in ihre Brust geschossen. Ich hab's genau gesehen. Ey. Grrr. Dumme Punz. Hör mal auf damit. Jetzt aber. Endlich tot? Ja, hervorragend. Warum nicht gleich so, ey? Dumme Schrulz. So. Gott. Noch so ein kopfloses Wesen. Oh, oh. Hallo. Ach, du bist der mit der kaputten Schulter. Ne? Du bist ganz schön übel, glaube ich. Aua! Sag mal, kannst du deinen Eiter für dich nicht für dich behalten, bitte? Ich will den nicht. Ich habe auch keine Ladung Eiter bestellt. Echt nicht. Ohne Scheiß. Einmal heilen, bitte. Heilen! Ich habe auf heilen gedrückt. Heribert steht da. Was soll ich machen? Was? Ich will trinken? Oh, nö, jetzt nicht. Oh, nee, ist schon anstrengend, jetzt das aus der Tasche zu holen.
Mann, Heribert, ey, was ist mit dir los? Bist du launisch oder was? Toll, ey, jetzt darf ich da unten die ollen Punzels nochmal machen. Ist das eine Freude, ey. Mega. Oh, wow. Au. Wo ist die olle Punzelschrunzel denn? Da bist du! Hey, Punzelschrunzel! Muss ich mal weggehen? Ja, natürlich. Bye, bye. Punzelei. Ah. Da. Knall. Peng. Bumm. Nein. Das müssen wir noch mal üben, ne, Punzel? Weg damit. Ja. Warum müssen da auch ausgerechnet zwei von den Schulzen stehen? Wie finde ich denn das? Möchte mich nicht jemand wieder begleiten? Und die Eulen da wegsprengen? Genau, jetzt. Ja, wenigstens ein bisschen. Ein Problem und nochmal. Weil das so schön ist, wenn das Ding hier umher dingst. Sehr schön, dann kriegst du immer ein wenig Schaden. Das ist ja schon mal viel wert. Bist du nicht eh tot? Doch, bist du. Aber die andere Schrulle ist noch dahinter. Aber auch die kriegen wir. Kein Problem. Das war nichts, würde ich mal sagen, Alter. Hast gemerkt, hoffentlich. Hier ist er wieder, der mit der leckenden Schulter. Hey. Ich weiß auch immer nicht, wie viele Angriffe der macht. Okay. Ha, 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 ja. Und nö. Aua. Nee. Na, na, na. Autschen. Ich befürchte, da muss ich noch üben. Ja. Ich sterbe immer an dieser Stelle. Ich krieg's nicht mal hin, das hier irgendwie zu zerstören oder beziehungsweise aufzu- und dingsen. Aber hey, wenn ich das oft genug mache, sind irgendwann die ollen Rauchzauberinnen wahrscheinlich nicht mehr da. Das ist ja auch was, oder? Man muss immer versuchen, das Positive zu sehen. Yay. Ich weiß ja nicht, was hier noch kommt in diesem tollen DLC-Gebiet, aber das bis jetzt ist schon, ja, deftig. Das nachdingst, ey, richtig übertrieben, ja. Können wir hier vielleicht nochmal betätigen? Ne, das sieht nicht so aus. Wo ist sie denn? Nein. Vergiss es einfach mal eine Runde. So. Dumme Punzelino.
Weg. Wo? Du kleiner Freund, da vorne bist auch gleich weg, denke ich. Ja. Definitiv. So. Das hatten wir ja nun schon. Jetzt hier haben wir auch wieder das Vergnügen mit zwei Rauchzauberinnen. Wovon immerhin einer ein bisschen angebrutzelt wurde. Jungs. Okay, eine ist weg. Für auch die andere dumme Punzel. Oh wow, das war selten dämlich. Ich dachte, das Feuer ist schon wieder weg, aber... Nein, es war immer noch da. Sie standen mir im Weg, sonst hätte ich das wahrscheinlich sogar wirklich geschafft. Ja, ich suche jetzt nach irgendwelchen billigen Ausreden. Dafür, dass ich jetzt meine anderen Seelen da verloren habe. Meinen grünen Seelenäumel. Egal. Das ist so das Rauchzauberin-Dilemma hier. Sehr schön. Okay. Du spinnst wohl. Bye bye. Schrullelei. Bats. So. Ja, die Troller, da haben wir ja schon. Ich finde, ihr könntet mir wieder helfen, Kumpel. Na? Wie sieht's aus? Ich weiß, es ist ein bisschen schwer und so. Ja, genau, 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 genau. Ja, perfekt. Die Richtung ist super. Nein. Ich habe fast die Hoffnung, wenn er da hinten explodieren würde, ne? Dass er dann die beiden Schrullen da mit weghauen würde. Geht mal weg, 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 weg. Nein! Whoppa! Ja, sehr schön. Geh mal nach hinten. Ey. Irmtraut, mach das mal. Au! Oh. Ich wollte keinen gebrutzelten Fuß haben. Oh. Das ist echt ein bisschen nervig, muss ich sagen. Dass die dann nicht so vernünftig hinrennen, wie ich das will. Wurdest du geblitzt, warst du zu schnell, ja? Dass die auch nicht wissen, was ich will. Hör mal, Kumpel. Du sollst da hinten hin die Schrullen wegbomben. Das sollst du machen. Verstehst du das? Offenbar nicht. Ja, 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 ja. Nein! Boah, ist ja ätzend. Ja. Nein! Steht die eine wenigstens so schon mal ein bisschen im Feuer, das ist auch schon mal was wert.
Na? Immer noch keinen Grund zum Umdrehen. Mag mal einer von euch da helfen gehen? Kommt mal mit. Ihr seid doch klüger hoffentlich als euer Kumpel da, oder? Ja, wenn er nicht so früh aufhören würde, dann wäre das schon ganz geil, glaube ich. Ein bisschen Schaden hat sie wieder genommen, die Olle. Kommt mal mit. Ey. Nein. Kann man nicht irgendwie... Man kann nicht vernünftig steuern, die Dinger. Das ist voll doof. Ja, will ich nicht. Boah, nicht dein Ernst. Er ist zwar in die Luft gesprengt, aber... Der Radius war dann doch nicht so geil, wie erhofft. Muss jetzt mal weg langsam? Ja. Die eine von den beiden dummen Punzelsteinen ist weg. Das heißt, es fehlt noch die zweite. Dann treffe ich ihn nicht. Jetzt. Mann, ich will die dumme Punzel da weg haben. Die nervt mich. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Weg, 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 weg. Mann, ich verballer meine ganzen schönen Pfeile hier. Und der dumme Troller da. Bist du tot? Endlich. Kackding, ey, geht gar nicht. So. Okay, ich versuche jetzt erstmal das hier zu machen. Hat's geholfen? Nein. Natürlich nicht. Warum hätte es auch sollen, ne? Ist schon recht. Ja, es hat geklappt, es hat geklappt. Ich will weg. Wow. Geil. Hat er relativ gut hingehauen. Na, das wiederum nicht so. Oh. Alter Schwede. So, hier kann ich noch was hochmachen. Machen wir das doch direkt. Badam. Da geht's raus. Hier ist sonst offenbar nichts. Wow. Gelobt sei die Sonne. Hm, ja. Abkürzung. Ja, das gucken wir uns auch gleich an. Aber erstmal genießen wir das.
Da hinten ist bestimmt der erste Boss des DLC-Gebiets. Deswegen gehen wir erstmal hier lang. Ist nichts, okay. Da oben ist eine Leiche. Ach! Ist es das, was ich denke, was es ist? Ja, ist es. Und hier ist sogar ein Hebel. Das habe ich gar nicht gesehen von drüben. Cool. Sehr geil. Na, jetzt brauche ich dann ja hier bloß noch... Das ist ja super. Jetzt habe ich hier eine richtig geile Abkürzung. Ist mir das ja auch total Jacke, ob da irgendwelche Viecher sind, weil jetzt kann ich hier einfach runter. Ja, das ist ja geil. Sehr schön. Ja gut, dann gehen wir hier halt rüber. Und wenn da jetzt ein Boss sein sollte, dann ist das auch nicht weiter schlimm. Okay, da unten scheint aber auch noch einiges zu sein. Ob wir da noch hinkommen, bestimmt. Immer Angst, dass diese ollen Ketten mir unterm Arsch wegbrechen. Aber Heribert ist ja ein gestandener Mann. Versucht Pyromantie. Heller Ort. Könnte... Wow. Alter. Könnte man so sagen, wa? Alter Schwede, sieht das geil aus. Okay, und... Oh, ich bin erstaunt. Kein Boss. Hallo. Hier ist nix. Hier auch nicht. Oh, was bist du denn für ein kleiner Kohl-Libri? Der haut mir meine ganze Dings weg. Oh, 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 oh. Oh my, holy fuck. Der macht mich kaputt. Chillst du da jetzt so? Was macht er da? Außer brennen. Wow, wow! Na, mega. Warte mal, kann man das anmachen? Haha, wie geil. Oh mein Gott, okay. Die nehmen ja nicht wirklich viel Schaden. Nein. Verwelktes Dämmerungskraut. Ja gut, das brauche ich nicht. Es sind noch mehr von den Viechern. Zumindest einer, ne, zwei sind da noch, die ich sehe. Muss ich sehr aufpassen jetzt, weil wenn der so springt, der haut mir meine ganze, wirklich meine gesamte Ausdauer weg. Muss schon mal ein bisschen Schaden vorher machen, bevor ich den so angreife, weil die halten offenbar ganz schön viel aus. Und dann sprengen sie auch noch selber in die Luft. Also das ist... böser Gegnertyp. Boah, ist das eklig, ey. Vergiss es. Ich wollte gerade sagen, brennt da schon wieder so ein Ding, aber nein, das ist einfach nur die... die Fackel hier quasi, diese. Hier ist noch so ein Ding. Boah, ey, wie viele von euch gibt's denn hier?
Gehst du mal direkt in die Luft? Uah. Ja, du hast mich ganz doll gern. Schade, dass du den anderen nicht noch mit weggehauen hast. Nein, 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 nein! Das sind Gegner, die... Wow. Okay. Hallo, ich möchte hier bitte Licht haben. Danke. Versteinert Drachenhorn 2, wow. Ist hier an der Seite noch was? Okay, Rachel. Where are you? Bist du da unten? Toll. Hier jetzt noch ein Finstergeist, ey. Oh shit, das ist echt. Da unten ist er. Ich schätze mal, das ist ein NPC. Das macht's aber nicht wirklich geiler, muss ich ja sagen. Wer weiß, was da unten noch so lauert. Okay. Was tust du da? Komm nicht auf doofe Ideen, mein Freund. Wenn ich hier sterbe, ist auch alles völlig egal. Wo ist der finster... Geist. Vergiss es. Nein. Ausdauer. Flinke Klinge. Und jetzt hat sie sich da irgendein scheiß Finsternis, wie es aussieht, draufgehauen. Rachel. Ich mag dich nicht so wirklich richtig, habe ich so das Gefühl. Hey. Aber ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit. Kann das sein? Rachel. Rachie! Rachie! Nein! Ach, Augenbraue kratzen ist manchmal echt entspannt. Hallo, Rachie! Rachie! Du hast nicht getroffen, Rachie, hast gemerkt! Oh, tragisch, oder? Ich aber auch nicht. Fuck you! Rachie, das war nicht gut. Nein, nein, nein. 4 Estus habe ich noch, okay. Du spinnst wohl. Nix wird's geben. Rachel, Popachel. So, jetzt machen wir uns hier ein bisschen Licht. Ah, hier hätte man runterfliegen können. Ist ja auch spannend. Noch eine? Nee, okay. Hm. Öffnen. Hallo. Oh, wieso war mir das klar? Hey, Kumpel. Oh, alles schick. Was hast du hier so? Nichts. Ist einfach nur ein Raum mit nichts. Cool. Echt. Bösewicht. Hier ist bestimmt jetzt überall was hinter, denke ich mal. Hm. Ja gut, wenn ich jetzt da angefangen habe, diesen einen aufzumachen, dann machen wir mal den jetzt hier als nächstes auf. Hä? Ist nix?
Wow! Alter, das machst du gefälligst nie wieder mit mir. Schrapnellpull. Du dumme Punzelnella. Nein! Alter, ich glaube, es hackt eine Runde schief oder was? Boah. Das war gemein, echt, ey. Und? Ist da hinten was? Sieht nicht so aus, ob da großartig was wäre. Vielleicht sollte ich das hier lieber schließen, kann ich? Danke. Ist das hier die gleiche Tür? Das ist die gleiche Tür. Aua. Die sind doch auch stürmisch immer, die Leutchens hier. Kannst mal aufhören. Da kommt ihr nicht nach, vergesst es. Oder kommen die etwa doch hoch? Nee. Wie komme ich denn hier eigentlich hin? Okay, ich glaube, das war doof. Ich glaube wirklich, das war ein bisschen doof. Die hängen jetzt alle beide direkt unter mir quasi. Einer bewegt sich wenigstens noch, aber der andere halt nicht. Ich glaube, ich sterbe jetzt, wenn ich da runtergehe. Hallo? Ich dachte, ich kann die vielleicht zum Explodieren animieren. Klappt aber irgendwie nicht, leider. Alles klar. Das war die Tür hier. Jetzt will ich hier trotzdem nochmal reingehen und gucken. Das war tatsächlich der gleiche Raum. Ist ja auch witzig. Und hier ist jetzt der gewisse richtige Raum, oder was? Weiß ich nicht, ob der richtig ist. Okay. Diese Viecher sind echt ein bisschen creepy, muss ich sagen. Ist nichts. Hätte sein können, dass da irgendwie noch eine geheime Wand ist oder sowas. Hier ist dann bestimmt der andere, ne? Der da die ganze Zeit an der Treppe, an der Leiter gehockt hat.
Ach, schade, ich dachte, ich kann einfach direkt weg. Ist klar. Wobei, wenn ich hier verrecke, ist das eigentlich auch egal. Wenn ich das Ding da in der Mitte kriege, das ist nämlich bestimmt dieses glühende Eisenzepter. Ah, scheiße, da ist auch noch was. Oh, da sind aber einige von denen. Oh, das war Bombenstimmung, würde ich mal sagen. Okay. Und da rechts ist ein Gang. Wusste ich doch. Oh. Hier hört es jetzt auf. Das brauche ich wahrscheinlich. Ah! Schnuggi! Hey, Schnuggi! Bist du süß, ey. Wenigstens können sie dann nicht mehr explodieren, ey. Das ist ja schon mal viel wert. Oh, Gegenstand. Jauche-Küchlein? Echt jetzt? Was ist das denn hier? Ein Hebel? Okay. Ich nehme lieber einen Flakon. Ich weiß nämlich nicht, wohin mich dieser tolle Fahrstuhl, wie es aussieht, hinbringt. Nee, alles klar. Magst du dich in die Luft jagen? Ja. Hervorragend. Dankeschön. Musst du aufpassen, was wir machen. Hier war aber wenigstens kein Blut drauf. Okay. Wo bin ich jetzt hier schon wieder gelandet? Ich habe keine Ahnung. Wie ein Traum. Ja, wie ein Traum. Ich weiß bloß noch nicht, was für ein Traum. Ah, alles klar. Haben wir das also abgeschlossen hier? Jo. Cool. Ja, na dann geht's jetzt hier wieder zurück und wir setzen das glühende Eisenzepter ein, würde ich mal sagen. Dann müsste ja eigentlich dieser ganze Mechanismus da wieder funktionieren, oder? Oder? Müsste dann eigentlich so sein. So, hier haben wir jetzt ja das freigespielt, genau. Da interessiert mich der ganze Kack da unten auch nicht mehr. Und deswegen kann ich jetzt hier oben einfach zu meinem mega tollen. Genau. Glaube. Ich reise nochmal schnell zu Macduff, um mir wieder ein paar Pfeile nachzukaufen. Ich habe ja jetzt wieder ein paar Seelen, Gott sei Dank. Da kann ich das noch schnell ausnutzen. Achso, mir hat noch jemand geschrieben, ich solle die Fackel anzünden, die hier bei Macduff ist. Es gibt auch noch mehr Sachen, die ihr mir geschrieben habt. Das mache ich auch alles noch. Aber dadurch, dass ich jetzt hier bin, machen wir das gleich mal. So, jetzt raste ich hier und dadurch soll ich jetzt irgendwas getriggert haben bei ihm. Oh, Macduff sitzt jetzt hier. Ah, jetzt kann ich hinten seine Truhe. Darf ich die jetzt auch haben? Nicht, dass du jetzt sauer wirst, Kumpel.
Handwerkerhammer und glitzerndes Titanit. Na, mega geil. Dankeschön für den Tipp nochmal an der Stelle. Nee, brauchst du nicht. Und was vielleicht auch noch ganz praktisch wäre, wenn ich meine Waffe wieder entzaubere, quasi entdringe sozusagen. Genau, weil dadurch mache ich dann meine Skalierung wieder schöner. Was ist das hier überhaupt? Gift. So, machen wir mal. Ja, machen wir alles wieder zurück. Haben wir einen Bleistein quasi genommen dafür. So, Gegenstand kaufen. Ich hätte gerne Eisenpfeile. Ja. Danke. Brauche ich alles nicht. Vielen Dankeschön. Kann ich mir hiermit jetzt noch irgendwas Neues kaufen? Ich überlege schon fast, ob ich nochmal Ornifex besuchen gehe. Ich bin am Überlegen. Ich glaube, es war Kapellenzugang, ne? Ornifex. Ah, Moment. Ornifex ist eine Idee, definitiv. Aber ich möchte auch nochmal zum... Türen des Pharos, genau. Gürms Frist. Denn hier soll sich jetzt Gavlan aufhalten. Und zwar dauerhaft, wurde mir gesagt. Und mal gucken, vielleicht hat er jetzt ja noch irgendwelche geilen Sachen im Angebot. Man weiß es ja manchmal nicht. Ich weiß, der Typ da vorne greift mich trotzdem an. Ich weiß nicht, warum. Bin immer ja... Eigentlich ja immer noch deren Freund. Genauso wie seiner hier. Hast du was gedroppt? Nein, leider nicht. Wo hier ist denn Gavlan jetzt? Er soll eigentlich hier vorne irgendwo stehen, wurde mir gesagt. Beim ersten Leuchtfeuer. Gavlan! Da, Gavlan! Make deal with Gavlan. Ja, bitte. Gegenstand kaufen. Den habe ich schon, aber danke. Haha, sehr schön. Giftpfeile, jetzt habe ich einige. Supi. Many deal, many thanks. Dankeschön, Gavlan. Und vielen Dank auch nochmal hier für den Tipp, dass der jetzt immer hier zu finden ist. So, damit hätten wir dann ja... da tatsächlich auch nochmal ein bisschen was geschafft. Das ist super. Das ist cool. Auch wenn das jetzt nicht wirklich zum DLC-Gebiet gehört. Aber dann reisen wir jetzt natürlich direkt wieder zurück zum DLC-Gebiet. Setzen noch schnell diesen geilen Eisenstab ein, oder was das da ist. Gucken, was passiert. Und in der nächsten Folge werden wir dann hier gucken, wo wir jetzt weiterkommen. Ja. Yep. Holen wir mal eben so aus der Tasche, kein Problem. Alles klar. Dadurch haben wir jetzt quasi Aufzüge und mit deren Hilfe wird es uns jetzt ja wahrscheinlich möglich sein, hier weitere Wege zu erkunden. Alles klärle. Sehr schön. Gut, meine lieben Leute. Haben wir das auch rausgefunden. Und jetzt sage ich hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.